Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Ich bin hier im Anzug und das hat auch einen besonderen Grund. Und zwar geht es diese Woche bzw. in den nächsten 3 Tagen um eine spezielle Serie, einen Dreiteiler. Im ersten Teil soll es darum gehen, wie du dich als Mann anziehen kannst, attraktiv anziehen, die Anziehen Basics, die Anziehen No-Gos. Ich gebe dir das Grundwissen mit, was du dafür brauchst, deswegen auch das Anzugoberteil. Morgen werden wir dann über Körpersprache reden, da wird alles zum Thema Körpersprache kommen, attraktive Körpersprache, wie wirkst du als Mann attraktiver, indem du deinen Körper richtig benutzt. Und am Mittwoch schließen wir die ganze Reihe ab mit Thema Stimme und Sprache. Dort gebe ich dir meine besten Tipps mit, wie du attraktiv sprechen und wirken kannst. Und wenn du all diese 3 Dinge zusammentust, dann hast du da ein super gutes Ganzes. Erstmal die Front, sage ich mal. Es gibt natürlich immer noch innere Arbeitssachen, die man da machen muss. Man muss sich immer noch überwinden, muss die Frauen immer noch ansprechen. Aber dann hast du eine gute Grundlage gelegt, wenn du die Sachen machst, die ich dir da empfehle. So, jetzt legen wir los mit diesem Video. Und ich will dir zuerst einmal ein paar Basics mitgeben. Also wenn du jetzt gar keine Ahnung von Kleidung hast, dann gebe ich dir ein paar Basics mit von Sachen, die du in deinem Kleiderschrank haben solltest. Wenn du sagst, hey, ich möchte gerne mich gut anziehen, dann gebe ich dir die Basics mit, die du dafür brauchst und erkläre dir auch im Weg einige No-Gos, die du nicht machen solltest. Also erstes Basic, weil ich es auch hier gerade anhabe und ich hole es mal gerade. Erstes Basic, das jedermann haben sollte, ist natürlich ein Anzug. Hier ist noch die Anzughose dazu. Das ist also ein blau emaillierter Anzug. Es ist der, vom Stoff her ist es, ich weiß nicht, ob man sieht, es ist nicht glatt, es ist so ein bisschen, ein bisschen geriffelt mit so einem leichten Karo-Muster. Das ist ganz schön. Den habe ich die Tage geholt bei Kaufhof. Der war sogar sehr günstig. Also man muss auch nicht viel Geld für einen Anzug ausgeben. Man kann auch einen günstigen Anzug bekommen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Aber ein Anzug sollte so als Basic bei jedem Mann vorhanden sein. Und dazu natürlich auch die passenden Schuhe, das heißt Anzugschuhe einfach. Ich mag immer ganz gerne braune Schuhe, auch das, die sind keine überteuren Schuhe, aber das Braun passt hier auch wunderbar zu dem Blau. Anzug sollte immer vorhanden sein, Farben Blau, Schwarz und Grau. Ja, da solltest du dich in diesem Bereich bewegen. Ich mag einfach das Blau sehr gerne. Mit Schwarz, Grau, Blau machst du halt nie besonders viel falsch, gerade wenn du am Anfang stehst. Wenn du halt ein bisschen fortgeschrittener bist, was dein Style-Game angeht, kannst du natürlich auch verrücktere Kombinationen tragen. Aber das erstmal dazu. Ganz wichtig dabei ist auch noch die Frage mit dem Gürtel. Gürtel ist eigentlich ganz einfach. Dein Gürtel hat immer genau die Farbe, die auch deine Schuhe haben. Wenn du also diese braunen Schuhe hast, diese Anzugsschuhe, die ich dir eben gezeigt habe, Lederschuhe, dann trägst du dazu einen braunen Gürtel. Dann rundet sich das ab. Das nächste Basic, was man unbedingt jetzt mal haben sollte und was unglaublich wenige Männer haben, und ich bin schockiert, dass so wenige Männer das haben, ist eine Uhr. Ja, also eine Uhr, absolutes Basic. Ich habe hier wieder eine schöne braune Uhr. Ich halte sie mal näher ran, guck, ob die Kamera das fokust. Da geht es noch. Eine braune Uhr von Vincero heißt die Marke, ist aus Amerika, aber auch keine teure Uhr, 150 Euro oder so. Das ist eine sehr schöne Uhr mit in Gold gefasst. Ich mache mal einen Link zu der Firma unten in die Beschreibung, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Die machen sehr schöne Uhren. Man muss für das Ganze auch, wie gesagt, nicht viel Geld ausgeben, aber eine Uhr ist eines der besten Accessoires, das du haben solltest. Wenn du das noch nicht hast, besorg dir eine Uhr. Eine Uhr upgradet sozusagen absolut jedes Outfit. Natürlich hier mit Anzug. Funktioniert das natürlich, gerade braune Schuhe. Funktioniert aber auch ohne Anzug und das ist das nächste, was ich euch zeigen möchte. Ich ziehe mal das Anzugoberteil aus und habe darunter einfach nur ein T-Shirt. Normalerweise würdest du unter so ein Anzugoberteil kein T-Shirt mit einer Aufschrift anziehen, aber das ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Darunter würdest du normalerweise ein Hemd anziehen oder halt ein Anzug-Shirt, ne? Aber auch zu dem Shirt geht die Uhr immer sehr, sehr gut. Das heißt, eine Uhr kannst du im Grunde zu allen Sachen anziehen, außer jetzt, wenn du beim Sport unterwegs bist, dann nimmst du vielleicht eine Sportuhr. Deswegen Uhr, absolutes Basic, neben dem Anzug, neben den Anzugsschuhen, die ich dir eben schon mal gezeigt habe. Jetzt kommen wir mal zum Thema Shirts, denn da gibt es einige Sachen, einige No-Gos, die du auf jeden Fall lassen solltest. No-Gos sind Shirts mit Mustern und Shirts mit Schriften. Ich habe dieses Shirt hier angezogen, weil das in meiner Welt eine Ausnahme darstellt. Ja, das ist ein komplett schwarzes Shirt, du siehst es hier, mit, hier steht Zoll drauf und Zoll ist durchgestrichen. Ich habe das nicht deswegen gekauft, wegen dem Ding, wegen dem Logo, sondern weil mir es gut gepasst hat. Das ist in Ordnung, das ist sehr dezent. Ja, das ist sehr dezent, das geht in Ordnung. Was die meisten Männer halt machen, sind diese Shirts mit diesen großen Mustern und großen Schriften hier in der Brustregion. Das würde ich auf keinen Fall machen. Du kannst Marken benutzen, ja, aber auch da, Hollister ist so, okay, geht noch, ist ein riesiger Schriftzug. Tommy Hilfiger ist in Ordnung, weil es ein kleines Muster ist. Ralph Lauren ist auch in Ordnung, weil es auch ein kleines Muster ist. Alle Marken, die mit kleinen Mustern arbeiten,
Das ist in Ordnung. Du willst allerdings nicht zum Beispiel Calvin Klein, das finde ich ganz schrecklich, dieses Calvin Klein, das finde ich ultra schrecklich. Also wenn es zu groß wird, dann würde ich es eher lassen. Also eher basic gehen. Basic bedeutet einfach, besorg dir ein paar T-Shirts, die dir gut passen. Optimalerweise mit einem Rundkragen, kannst auch einen V-Kragen benutzen, wenn das dein Ding ist. Besorg dir ein paar T-Shirts, die dir passen. Farben schwarz, blau. Ja, also mit schwarz und blau kannst du nicht besonders viel falsch machen. Mit Braun kannst du auch nicht viel falsch machen, nicht als T-Shirt, aber als generell als Farbe. Grau funktioniert auch, aber Schwarz und Blau sind auf jeden Fall die Farben, die du wählen solltest, wenn du jetzt T-Shirt basic-mäßig unterwegs bist. Damit kann eigentlich fast niemand was falsch machen. Und bitte denk dran, keine großen Muster, keine großen Zahlen oder irgendwelche Schriftarten. Wenn du jetzt Fußballfan bist und du hast dein Trikot an, okay, dann hast du dein Trikot an, aber ziehst halt nicht in öffentlich, also ziehst nicht ständig an, sondern ziehst halt an, wenn du zum Fußballspiel gehst oder so. Ansonsten keine großen Schriften. Eines der größten No-Gos überhaupt ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diese Hemden mit Drachenmustern drauf. Ich habe keins hier, aber das sind so Hemden und hinten sind so riesige Drachen drauf oder sowas. Das ist eines der schlechtesten Dinge, die du machen kannst. Das gleiche gilt übrigens für Hemden. Auch bei Hemden sollten keine Schriftzüge drauf sein. Bei Hemden finde ich es noch wichtiger, keine Schriftzüge drauf. Bei T-Shirts geht's noch. Also wenn dein Hemd ein Tommy Hilfiger Zeichen hat, das ist in Ordnung. Aber es gibt irgendwie Hemden, die haben dann hier irgendwie so Zahlen drauf, 86 Denim oder was auch immer. Ich denke mir immer so, oh Gott. Also keine Hemden mit irgendwelchen Monster-Schriftzügen, absolut schlecht. Auch aufpassen bei Hemden und T-Shirts, mehrfarbige Sachen. Lieber einfarbig. Bei einem Hemd kann es gehen, wenn du jetzt ein, ich habe ja zum Beispiel dieses weiß-pinke Hemd an, das kann manchmal gehen, aber generell bleib eher einfarbig bei den Sachen, sonst kann das ultra scheiße aussehen. Die nächste geile Sache, die ich empfehlen kann, ist, du willst halt nicht immer Anzugsschuhe tragen, aber trotzdem was Schickes zu haben, kann ich diese Chelsea Boots empfehlen. Ja, wer die schon mal gesehen hat, das sind die, die kann man sehr leicht reinschlüpfen. Die sind auch hier aus Leder. Das sind auch keine teuren Boots. Die haben 80 gekostet oder so von Bullboxer. Eine sehr gute Marke, die sehr gute Schuhe haben und sehr günstig sind. Also hier einfach Chelsea Boots heißen die. Ganz schön für den Alltag, um schnell reinzuschlüpfen. Dann hast du was Schickes, aber trotzdem nicht so übertrieben wie mit einem Anzugsschuh und absolut klasse Empfehlung. Reicht tatsächlich auch für unseren Winter hier in Deutschland. Ich dachte, ich muss mir noch Winterboots kaufen, muss ich aber nicht. Die sind tatsächlich warm genug mit Socken drin. Die einzige Sache, die ich empfehlen würde, ich habe das hier nicht gemacht. Du siehst, es ist ein bisschen verbeult hier. Ich pflege die Schuhe ehrlich gesagt nicht so gut. Kann man sich darüber streiten, wenn man sie lange behalten will, pflegt man sie gut. Ich bin da ein bisschen faul. Optimalerweise macht man es natürlich. Aber Chelsea Boot, klare Empfehlung, weil es einfach schick ist. Es ist einfach zeitlos. Du kannst es zu einer Jeans anziehen, kannst es zu einem T-Shirt dann anziehen. Also der Chelsea Boot funktioniert halt genauso wie der Anzugsschuh, auch mit normalem Shirt und normalen Jeans zum Beispiel. Einfach eine bisschen entspanntere Variante im Vergleich zum Anzugsschuh und auf jeden Fall ein Classic, ein Basic, den ich nur empfehlen kann. Das nächste Basic, das hast du bei mir auch in den Videos schon gesehen, ich ziehe es mal an, ist eine Lederjacke. Dazu muss ich sagen, Lederjacken stehen nicht immer jedem. Das heißt, du musst schauen, wie dir die Lederjacke steht. Aber Lederjacke ist einer der coolsten Kleidungsstücke, das du anziehen kannst, was in die Jackenrichtung geht. Hier, ich habe wieder Braun gewählt. Braun ist einfach meine Farbe. Braun steht mir. Ich mag Braun sehr gerne. Dazu lässt sich natürlich auch wunderbar wieder die Schuhe kombinieren, die ich dir eben gezeigt habe. Wieder ein brauner Gürtel. Und so einfach kann das sein. Du kannst eine normale Jeans anziehen, hast dann hier die braune Lederjacke, meinetwegen dieses schwarze T-Shirt und dazu braune Schuhe. Und schon sieht das gut aus und du hast nicht besonders viel gemacht. Dazu noch die Uhr, die sich auch perfekt hier einfügt in braun. Wenn du eine Uhr kaufst, kauf sie braun, kauf sie schwarz, dann kannst du sie zu vielen Sachen anziehen. Kauf nicht eine rote Uhr oder sowas, dann wird es ein bisschen schwierig. Lederjacke, immer sehr, sehr gute Empfehlung. Auch braun, schwarz, grau funktioniert auch. Optimalerweise kaufst du dir keine rote. Ich hatte mal jemanden in meinem Hypnosekurs sitzen, der hatte so eine Ed Hardy Jacke, die war komplett rot und da war so ein Mickey-Maus-Ding hinten drauf. Auch bei Lederjacken und allen möglichen anderen Sachen, bei allen Kleidungsstücken gilt, keine großen Muster, keine großen Bilder, keine Zahlen und so weiter. Das ist immer No-Go, das sieht immer scheiße aus. Du musst natürlich bei dir mal selbst gucken, steht dir eine Lederjacke? Wie gesagt, manchen steht es, manchen nicht. Manche Leute, die sehr dünn oder sehr schlank sind, da kann es manchmal ein bisschen komisch aussehen. Je, ich sag mal, kräftiger, muskulöser du bist, desto besser sieht tendenziell eine Lederjacke aus. Da gibt es aber auch einen Punkt, wo es zu viel wird. Ich habe einen Kumpel, der hat so eine schwarze Lederjacke, der ist sehr breit. Da ist es schon wieder ein bisschen zu viel. Aber Lederjacke, ein ganz, ganz geiles Basic sozusagen an Jacke. Natürlich kannst du die gut benutzen in den Übergangszeiten. Aber da es hier in Deutschland auch immer wärmer wird im Winter, ja, kannst du die Lederjacken auch noch viel länger benutzen als normalerweise, wo du im Winter sonst normalerweise was anderes anziehen müsstest.
Und das letzte Must-Have, was ich dir empfehle, ist tatsächlich ein Mantel. Den hast du bestimmt auch auf manchen Videos schon mal gesehen. Das ist einfach ein Wollmantel, den habe ich damals von Zara gekauft. Der war auch nicht teuer. Alles, was du hier siehst, ist nicht teuer gewesen. Also wirklich, ich bin jemand, ich gehe sehr sorgsam mit meinem Geld um. Ich bin finanziell sehr gut ausgebildet und ich passe da sehr gut auf. Der war auch nicht teuer. Ich meine, 160 oder so, und den kannst du halt für mehrere Jahre tragen. Also das ist einfach zeitlos. Hier innen hast du so ein schönes Futter. Also es sieht aus wie ein Anzug, es sieht total schick aus, aber es ist halt kein Anzug. Ja, es ist ein bisschen weniger als ein Anzug, aber trotzdem super, super schick. Hier auch wieder kombiniere einfach diese braunen Schuhe dazu, die ich hier, ich hole sie nochmal hoch, diese braunen Schuhe dazu, die ich dir eben gezeigt habe, irgendwas Braunes dazu, eine normale Hose an und schon sieht das super, super geil aus. Ne? Es ist wie eine Lederjacke, also das ist genauso ein Basic für mich wie eine Lederjacke. Lederjacke ist mehr so der Rocker-Typ, der Hardcore-Typ, sage ich mal. Lederjacke wirkt einfach anders, ein bisschen Bad-Boy-mäßig und ein Mantel ist ein bisschen mehr so stilvoll. Und deswegen, du kannst halt schauen, manchmal bin ich halt stilvoll unterwegs, dann ziehe ich meinen Mantel an, manchmal mehr so Bad-Boy-mäßig, dann ziehe ich meine Lederjacke an. Und einen Mantel kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Hier auch wieder, ich mag sehr gerne braun, du kannst auch mit grau oder schwarz gehen. Ich finde bei Mänteln braun am schönsten, grau, schwarz ist schon wieder schwierig. Schwarzmantel ist so lala, das, dann kannst du eher so eine Coat benutzen. Also ich würde dir zu braun empfehlen, wenn es dir passt, ansonsten grau-schwarz. Das ist immer so der Farbton, in dem du dich bewegen solltest. Alles darüber hinaus wird schwierig. Mit Rot kann man in Form von Hemden ein bisschen experimentieren. Oh, also bleib bei diesen Basic-Farben, wenn du nicht viel Ahnung hast. Braun, schwarz, grau, und da machst du halt nicht viel falsch mit. Blau geht auch immer, eher so ein dunkles Blau, wie du es jetzt eben bei dem Anzug gesehen hast. Und du kennst auch mein dunkelblaues Shirt, wenn du manchmal meine Videos schaust. Das ist auch natürlich in Ordnung. Und darüber hinaus muss man gucken, wenn man da mehr Ahnung hat, kann man natürlich verschiedene andere Dinge kombinieren, mal verschiedene andere Dinge anziehen. Aber das sind so die Basics, mit denen ich an deiner Stelle arbeiten würde. Und jetzt will ich nochmal so ein paar grundlegende Sachen zum Thema Anziehen sagen. Das Wichtigste ist, dass du dir Klamotten kaufst, die wirklich passen, die nicht zu groß sind und nicht zu klein sind. Bei T-Shirts, Hemden, Jacken und allem anderen, auch im Anzug, kannst du darauf achten, dass hier diese Naht, ich guck mal näher, diese Naht hier ungefähr wirklich auf deiner auf Schulterhöhe auch liegt. Wenn das so ist, dann sitzt das normalerweise relativ gut. Ja, aber T-Shirts, dass sie lang genug sind, dass du nicht zu fett darin aussiehst, wenn du ein bisschen dicker sein solltest. Das sind so richtige Basics, weil viele Männer ziehen sich zu große Dinge an, zu kleine Dinge, und das sieht dann einfach bescheuert aus. Davon würde ich dir auf jeden Fall abraten. Ansonsten, was das Schuhwerk angeht, manche Männer machen da komische Sachen. Wenn du so ein paar Basic-Anzug- oder Chelsea-Boot-Schuhe hast, wie ich sie dir gerade gezeigt habe, dann bist du eigentlich immer stilvoll unterwegs. Manche Männer gehen halt nur auf Sneaker. Kann man machen. Ich habe auch Sneaker und benutze die auch oft, weil es gemütlich ist. Aber man sollte auch was Schickes dabei haben für andere Momente, für andere Anlässe, finde ich. Ansonsten, klar, Jeans, so richtig Basics. Ich trage auch oft mehr so Stoffhosen oder Jeans. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ansonsten T-Shirts, Hemden, bitte alles ohne Aufdruck. Ich zähle nochmal die Basics auf, die ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt deinen Kleiderschrank, deine Klamotten aufbessern willst. Wir hatten den Anzug, den ich dir empfehle. Dabei gilt immer Farbe. Bei allen Sachen, dass ich jetzt sage, ist Farbe blau, braun, grau, schwarz. Bei einem Anzug bitte nicht braun, das zählt dafür nicht. Eine Uhr solltest du dir besorgen. Hier der Link zu der Firma ist nochmal in der Beschreibung. Ein Mantel kann ich nur empfehlen. Eine Lederjacke, die habe ich dir eben gezeigt. Und natürlich diese Schuhe, die ich dir gezeigt habe. Klassische Anzugsschuhe, muss nicht in braun sein, kann auch in schwarz sein. Braun passt aber zu vielen Sachen gut. Und Chelsea Boots, die würde ich in braun holen. Ich weiß nicht mal, ob es die in anderen Farben gibt. Doch, die gibt es auch in schwarz, aber es sieht meistens irgendwie eher komisch aus. Weil sich das dann nicht von deiner Jeans zum Beispiel abhebt oder was auch immer du dann da trägst. Bei Jeans bitte, also das, ich weiß, das ist hip und das ist in, aber bitte keine zerrissenen Jeans, sondern schon einfach normale Jeans, die nicht kaputt sind oder so. Auch bei T-Shirts, ja, das ist in, aber es ist einfach nicht stilvoll. Irgendwelche zerrissenen oder zerschnittenen T-Shirts so. Kannst du auch zu Hause selbst kaputt machen, wenn du willst, musst du nicht so kaufen. Aber würde ich dir empfehlen, die Finger von zu lassen. Das sind so die Basics, die ich dir mitgeben würde, was das Anziehen anbelangt. Und wenn du dich nur an die Basics hältst, ja, besorg dir ein paar Basic-Shirts. Jack & Jones hat sehr, sehr gute Slim-Fit-Shirts. Die sitzen sehr gut in braun, Quatsch, ich sag mal braun, in blau, in schwarz und in grau haben die und auch in anderen Farben. Aber hol dir Basic Shirts bei Jack & Jones, sehr, sehr günstig. Du kriegst 3 für 20 oder so, das ist wirklich günstig. Hol dir eine ganz normale Jeans oder eine stoffige Hose. Hol dir ein paar Anzugsschuhe
Und dann hast du schon mal ein sehr, sehr gutes Grundoutfit für überhaupt kein Geld. Und dann kannst du es halt upgraden durch eine Uhr. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das kostet einmal ein bisschen was, aber eine Uhr hast du halt auch lange, wenn du jetzt nicht einen großen Scheiß kaufst. Dann natürlich einen Anzug. Den brauchst du nicht unbedingt, aber wenn du mal ab und zu mal bei anderen Anlässen unterwegs bist, wirst du sowieso einen brauchen und haben wollen. Lederjacke kann ich nur empfehlen, Mantel kann ich nur empfehlen. Und wenn du diese Basics zusammennimmst, hast du einfach eine ziemlich gute Wardrobe, sagt man, eine ziemlich gute allgemeine, also was Gutes im Schrank, sage ich mal. Das Ganze kann man natürlich noch durch verschiedene Dinge aufbessern und erweitern. Aber das sind so die Basics, mit denen du dich einfach gut anziehen kannst, gut aussiehst und was das Aussehen angeht, die Kleidung angeht, das meiste aus dir herausholst. Das war's vom heutigen Video. Geil, dass du dabei warst. Morgen, ja, geht es um das Thema Körpersprache. Dort zeige ich dir, was alles wichtig ist beim Thema Körpersprache, wie du dich halten musst, wie du stehen solltest, worauf du achten musst und was ganz, ganz viele Männer falsch machen. Es gibt viele Körpersprachensignale, die Männer senden, die absolut unattraktiv sind. Das werde ich dir alles morgen erklären. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir sehen uns dann morgen. Bis dahin, ciao.